Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxis. Wir untersuchen hier immer noch die Räumlichkeiten des Nekromanten, der hier sein Unwesen getrieben hat. Er scheint aber tot zu sein. Ist hier eine Falle drin? Rostiger Schlüssel. Ach, das war dann wahrscheinlich der Schlüssel für die Tür, die wir schon geknackt haben. Ahorntrüffel. In den meisten Basen etc. ist echt gar nichts drin. Hier sieht es doch aus, als wenn es... Ah, ein Hebel. Ich wollte schon sagen, es sieht doch aus, wenn es da weitergehen würde. Einfaches Gift, schlichtes Gift. Er hat immer noch einfaches Gift, aber schlichtes Gift... Ach nee, das war schlichtes Gift. Einfaches Gift hat er nicht mehr, ist auch nicht so wichtig. Einfaches Gift. Einfaches Gift. Ja, dann soll er es eben nehmen. Das sind alles normale Flaschen. Tasche mit verrottetem Essen. Wieder so ein Objekt, wo nichts passiert. Keine Ahnung, was das wieder für ein Bug ist. So, Jutesäcke. Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich auch nicht mitnehmen. Schlichter Beutel. Ah, verdammt. Ich suche ja eigentlich irgendwas Leichtes, was ich mitnehmen kann, wo ich dann die Sachen verstauen kann. Aber wahrscheinlich muss ich da wirklich... Ja, okay. Also ein Fass kann ich mitnehmen. Dann würde ich ja eher eine Truhe mitnehmen. Lols Kerze, leuchtende Steine, die im Dunkeln flackern. Mancher Reisende ist ihnen schon gefolgt, weil er sie für einen anderen Wandersmann hielt. Gut, wir speichern mal. Nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, wenn wir den Hebel betätigen. Gott, wie weit geht's denn hier noch? Was ist denn das hier? Rette die Flüchtlinge, kehre zu Zevlor zurück. Hä? Also weil es da wieder rausgeht, oder was? Heading out. Was sind wir denn jetzt? Leiter? Oder ist es einfach die andere Seite? Ja. Hier kommen wir wieder raus, oder? Jetzt sind wir wieder im Anfangsraum. Sind wir wieder im Anfangsraum? Sind wir im Anfangsraum? Ja, wir sind wieder im Anfangsraum. Hier war das versteckte, der versteckte Durchgang, genau. Alles klar, wir sind also im Kreis gegangen, aber wir haben hier noch nicht alles gelootet. Rostiger Schlüssel, den nehmen wir trotzdem, auch wenn wir nicht mehr brauchen. Okay. Schon einige konservierte Tierköpfe. Von hier sind wir gekommen. Das hatten wir uns schon angeschaut. Ich glaube, dann ist nur noch das hier offen. Hallo Skelett. Dolch brauchen wir nicht. Forschungsnotizen. Tote erwecken, misslungen, zu lange tot, Leiche verwest, Wiederbelebung, misslungen, als Ghoul zurückgekehrt, musste wieder getötet werden. Mit Toten sprechen, misslungen, Antworten nicht hilfreich. Klonen, misslungen, lebendiges Gewebe benötigt. Wiederbelebung und Klonen, misslungen, musste beide Ghule töten. Auferstehung, misslungen. Warum, magischer Fluch? Wahre Auferstehung, ich bin an die Grenzen meiner Fähigkeiten und Ressourcen gestoßen. Das Buch verspricht Hilfe. Soll ich es wagen? Vielleicht ist er durch dieses Buch gestorben. Könnte natürlich sein. Weiß nicht, ob es, wenn man irgendwie eine Klasse hat, Hexenmeister, Nekromantie-Hexenmeister oder so, oder ich weiß nicht, ob es Magier-Hexenmeister gibt oder Zauberer-Hexenmeister. Also vielleicht gibt es irgendeine Klasse, die mit dem Buch klarkommt, wenn sie darauf in die Richtung geskillt ist. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Oder? Ja, wir sind hier oben lang gelaufen. Ja, wir haben alles. Wir können zurückgehen. Das war ja mal eine interessante, ja, ein Mini-Dungeon, ein interessanter Mini-Dungeon von einem Nekromanten.
Hier war aber irgendwas, was wir noch nicht gelootet hatten. Was war das? Holzfass? Hier, das. Ah, immerhin. Schurkenmuschel. Na gut, dann... Wenn ich das richtig sehe... Das hatten wir auch noch nicht gelootet. Ja, aber das zeigt halt, obwohl ich hier durch den Raum schon gegangen bin, dass es halt immer Sachen gibt, die man übersehen hat. Na, dann können wir jetzt auch wieder gehen. Wir schauen uns jetzt logischerweise nicht nochmal alles an, nur um da eine Vase zu looten, der, wo eh nichts drin ist. Krass, wer hätte das erwartet unter diesem Apothekerraum? Und wie wir halt einfach schon wieder mehrere Folgen, also wie man halt einfach, man geht in ein Gebiet, in dem Gebiet gibt's noch ein Gebiet, in dem Gebiet gibt's noch ein Gebiet und dann in dem Gebiet gibt's noch ein Gebiet. Also wir sind ja quasi jetzt in den Wald, dann in dieses zerstörte Dorf, dann in dem zerstörten Dorf in dieses Haus, dann in dem Haus in den Keller. Im Keller finden wir einen geheimen Durchgang, also eine Höhle, Mini-Dungeon, in dem wir dann nochmal einen geheimen Durchgang finden, nämlich diesen Spiegel. Und dann, nachdem wir da durchgehen, dann kommen wir erst wieder zurück und sind quasi wieder eine Ebene höher. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis die ganzen blöden Texturen hier geladen haben. So, auch hier wird es wieder schwierig sein zu erkennen, was habe ich denn jetzt schon alles gelootet und was nicht. Gut. Ich glaube, das war's. So. Ist damit jetzt eigentlich das abgeschlossen? Durchsuche den Keller. Entscheide, was du mit dem Buch der Nekromantie machen willst. Solche Bücher enthalten mannigfestige Geheimnisse, wenngleich sich schon so manche in den Wahnsinn getrieben haben. Wir haben ein merkwürdiges Buch mit dem Titel Nekromantie. Es wirkt irgendwie mächtig. Was soll ich damit tun? Jede Seite dieses Buchs ist von Bösen erfüllt, aber es hat bestimmt eine Schwäche. Man muss doch einen Weg geben, das Buch zu zerstören. Hey, wir haben es gar nicht zerstört? Ist es etwa doch in unserem Inventar? What? Moment, Typ. Die Quest ist gar nicht abgeschlossen, Freunde. Wo ist es denn? Klar, wir müssen noch mal kurz runtergehen und schauen, ob das Buch doch da liegt. Aber es war doch nicht mehr zu sehen. Okay, ich sehe es hier nicht, das Buch. Wenn, dann müsste er das ja eigentlich haben. Da! Die Nekromantie von Tai. Es ist nicht zu spät. Wir haben es noch. Verdammt. Lesen, fallen lassen. Wir speichern mal. Dann gehen wir hier hin. Angriff. Vielleicht sollten wir es von weiter weg machen und dann mit dem hier. Nein. Oh, Resistenzen. Säure. Gleisende Verwundbarkeit. Gleisende Schaden gegen die Kreatur ist verdoppelt. Okay, also müssen wir heiligen Schaden machen. Göttliches Niederstrecken können wir aber halt nicht mehr. Stufe 1 Zauber. Kurze Rast. Regeneriert es bei der einmal pro langer Rast. Was machen wir denn jetzt? Dann müssen wir wohl wirklich eine lange Rast machen, damit wir das zerstören können. Sehe ich das richtig? Wir haben keinen gleisend Schaden, den wir machen können. Elminster is not around, so it might as well. Es ist nur gegen... Ja, es ist nur gegen gleisenden Schaden verwundbar. Wir können es ja mitnehmen und dann zerstören, sobald wir eine lange Rast machen mussten. Ich glaube, hat das Buch einen negativen Effekt auf uns, solange wir es im Inventar haben? Ich glaube nicht. Aber wir haben halt auch keine Schriftrolle, die gleisenden Schaden macht. Kleriker konntest du einen kleinen Level 1 Angriff, Level 1 Zauber mit gleisenden Schaden, aber... My faith will guide me.
Das ist nicht mehr der Fall. Hier, nee, das sah noch so kurz aus, okay. Und wir haben auch keinen Pfeil, der solchen Schaden macht, oder? Ja, ich würde jetzt das einfach mal mitnehmen, das Buch, und hoffen, dass es kein... The book is locked. You try to. You've seen similar books in wizards' libraries. A tome on Thayan magic. You feel better that the voices return. They have. So, wir nehmen es erstmal mit und zerstören es, sobald wir wieder Gleisen den Schaden machen können. The pride of the gate. Gut. Gegengift. Überlieferung aus Fair und Git und Gedankenschinder. Schmales Buch mit unleserlichen Blablabla. Lesen. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln, eines je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften der mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Kapitel 4. Palidor, der Flinke, 700 Jahre alt, Waldelf aus dem Wald der scharfen Zähne. Ich musste mehrere Wochen lang still und ruhig in dem Wald leben, ehe der ehrwürdige Palidor sich sicher genug fühlte, seine Anwesenheit preiszugeben. Je länger ich blieb und bewies, dass ich keine Gefahr für seine Gesundheit oder seinen Frieden darstellte, desto mehr öffnete er sich meinen sanften Fragen. Diese Geschichte, die er mir eines kühlen Morgens an einem frisch entzündeten Feuer erzählte, war anders als alle, die ich je zuvor gehört hatte. Ich fragte ihn, ob sie erfunden sei, doch er beharrte darauf, dass sie so wahr sei wie sein rechtes Auge. Vor langer Zeit, vor meinen Augen und Ohren, vor eurer einsamen Väter, werter Schreiber, gab es ein Reich von Kreaturen, oder vielleicht war es nur Glaube, ein Reich von Gehirnfressern, Seelenverschlingern. Sie nannten sich Elititen, Gedankenschinder. Die Kinder von Gith, auf den Knien geknechtet im Dienst der Schinder, ein leidenschaftliches Volk, gezwungen einem kalten Glauben zu dienen. Die Schinder waren unberührbar, ihr Verstand ein großer Unterdrücker. Kein stolzer Wille, keine Leidenschaft konnte Giths Kinder befreien. Doch dann endlich die Abrechnung, ihre Quelle unbekannt, ihre Macht unbewiesen, doch ihre Ereignisse geschichtsverändernd. Mögen sie auch in die Knie gezwungen worden sein, sie ließen sich nicht brechen. Giths Kinder wehrten sich, tapfer. Sie kämpften die Freiheit, sie erkämpften die Freiheit, die Schinder auf den Knien, gebrochen bis heute. Naja, wir wissen ja, dass das stimmt und es sie wirklich gibt. Störungen der Nerven und des Verstandes, eine Abhandlung, medizinisches Kompendium über zahlreiche Geistesstörungen und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten des Klerikers und Arztes Klenigrafen Mack. Wir brauchen die Bücher gar nicht mitnehmen, wenn die nichts weiter wert sind. Es kam zu mir eine Frau, welche ich Fürderin R nennen werde, um sich über das ungewöhnliche Verhalten ihres Gemahls, welchen ich Fürderin B nennen werde, zu beklagen. 3 Monate zuvor hatte er begonnen, nachts zu schwitzen und im Schlaf zu rufen, er trage das Mal des Chaos. 2 Monate zuvor hatte er begonnen, sich selbst Sarewok zu nennen. 1 Monat hatte er ständig von dem Thron gesprochen, den zu besteigen seine Bestimmung sei. Ich suchte B im Bauernhaus des Paares auf. Er saß ruhig am Tisch, ein unbekanntes Buch an die Brust gedrückt. Ich konnte weder einen Fluch noch einen bösen Geist an ihm entdecken, auch keine Magie. Und doch, als sich das Licht der Kerzenflamme auf ihn schien, hob er das Buch in die Luft und rief, die Toten, die sie bringen, werden den Vater wecken und durch sie wird er sich erheben. Ich riss ihm das Buch aus der Hand und warf es ins Feuer, wo es nicht mit roter oder gelber Flamme verbrannte, sondern mit rein schwarzer. Zurück blieb nur ein einziger Fetzen, auf dem geschrieben stand, er sah seinen kommenden Tod voraus und verbreitete die Samen seiner Essenz im Land. B. schauderte und seufzte, als würde er von einem Albtraum erwachen. Er hatte keinerlei Erinnerungen an das Buch oder die Worte, die er gesprochen hatte. Diagnose, undefinierte neurotische Verzauberung, Behandlung, Kräutertinktur aus Knoblauch und Thymian, 3-mal täglich eingenommen, bis die Erschöpfung nachlässt. Gut. Hier waren wir drin, damit hat sich das. Ist hier unten irgendwas? Ja, ein paar Holzfässer. Keep your paws to yourself and I won't cut them off. Ja, die sagen alle irgendwie das Gleiche, dass wir hier nicht irgendwie rumlooten sollen. Das ist egal. Na, wir gehen hier unten weiter. Komm in Handy. Ja,
Hirschatz-Tonikum in den Klöstern Latenderitis. Oh, ey, die Namen zum Teil. Gebraut hat schon viele Mönche zeitig zum Begrüßen des neuen Tages. Ach, das hatten wir schon. Wein hatten wir auch schon. Schwarzstab. Großartig, strahlend, unausgewogen. Dieser Rotwein, ist, ja, kennen wir auch. Dieser mittelmäßige Sempanische Jahrgang verspricht starke marmeladige Noten und ein Hauch von Tabakaroma. Ziel Passan-Panscherei. Dieser Rotwein aus Kalinchan trifft auf die Zunge wie ein wilder Stier. Groß, fleischig und laut. Also die können auf jeden Fall immer jetzt ordentlich saufen, wenn wir hier im Lager rasten. Skelett. Können wir vielleicht wieder reinzoomen? Hallo, können wir vielleicht wieder reinzoomen? Vielen Dank. Goblin Krieger, da sagt uns sowieso nichts Interessantes. Mundhaven, zerstörtes Dorf. Finde infernalisches Eisen. Hier? Okay. Interessant. Wir mussten also sowieso in das Dorf. Das wären echt viele Kämpfe gewesen. Das wäre zwar kein Problem gewesen. Also, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Weil das leichte Gegner sind, aber. Wäre eigentlich cool, wenn wir hier auf den Händler dieser Goblins treffen, damit wir den ganzen Schmand mal wieder verkaufen können. Hier findet man ja echt unfassbar viel. Okay, die wären schon schwieriger gewesen, die Kollegen. Ich speichere nochmal. Aber ich glaube, auch die akzeptieren uns nicht als... Also akzeptieren, dass wir keine Feinde sind. Oder? Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another tiefling prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food? The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Sehr redegewandt für einen Ork. Täuscht, es ist noch besser. Ich gehöre zu den erwählten Jüngern der absoluten Tiefling. Fresst ihr einen Tiefling? Okay, ich habe keine Zeit mehr, das jetzt auszuquatschen, weil ich keine weitere Folge aufnehme. Ich hatte ja gerade eben gespeichert, von daher beende ich das jetzt hier einfach, die Aufnahme. Und wir schauen es beim nächsten Mal an. Und dann werden wir sehen, ob wir die Oger bekämpfen. Wir könnten die natürlich auch täuschen. Aber schauen wir mal, wie wir das beim nächsten Mal angehen. Also dann, bleibt cool, euer Paxis. Tschö, tschö, Daumen nach oben.